Sie können auch Tickets einlösen und Sie Rennen erhalten, allerlei Bonusobjekte erhalten, okay? Wenn Sie sich alles angesehen haben, wollen wir als nächstes zum Kaffee gehen. Okay. Fahrzeug wechseln, Fahrzeugeinstellungen, Filme, Geschenke, Tuningteile, Autosammlung. Was haben wir denn hier? Tuningteile. Willkommen bei Tuningteile. Das ist natürlich immer besonders gut. Tuningteile sind immer so. Ja, ohne Fahrhilfen konntest du auch schon fahren. Ist halt nur ein bisschen Übungssache gewesen bei GT Sport. Also, klar, das Handling und so war bei GT Sport auch schon geil und auch das Fahrdynamik und sowas. Man musste sich halt nur gewöhnen. Man musste halt, ne, wie halt. Du kannst ja auch nicht jetzt mit dem Tisch ins richtige Auto reinsetzen und dann erstmal sagen, ach komm, ich mach die doch ja, dank die Fahrhilfen. Da gibt es halt in vielen Autos keine Fahrhilfen. Und jetzt zum Beispiel einen Heckantrieb hast und du bist der Meinung, in eine Kurve reinzufahren und gibst auf einmal Vollgas, dann kann es natürlich unter Umständen schon sein, dass du dich dann drehst wie im Rumkreisel, weil der Herr dann halt, ne, die Reifen hinten dann anfangen durchzudrehen und so pipa so, ne. Demzufolge geht das natürlich auch. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat ohne Traktionshilfe, ohne irgendwelche Hilfen und so. Es gibt ja auch richtige Communities diesbezüglich dafür, wo halt dann auch gewisse Voraussetzungen gemacht werden, wo du dann halt an dem Rennen teilnehmen kannst mit gewissen Differenzen. Zum Beispiel keine Fahrhilfen, keine Traktionskontrolle, das nicht, dies nicht, kein Rempeln, gegenseitigen Respekt auf der Strecke. Also sprich, dass nicht der andere den anderen hinten reinfährt oder an die Seite oder schubst oder sonstige Sachen. Und, und. Da habe ich bei GT Sport mich immer mit jemandem unterhalten gehabt, wenn ich mal mit dem in der Party gewesen bin und so. Das war eigentlich schon mal recht interessant. Gut, sie haben noch keine Tuning-Teile. Ihr Fahrzeug ist kompatibel. Aber diese Zeichen hier drüben, das finde ich schon wieder erstmal sehr interessant. Das gab es bei GT Sport schon mal nicht. So, wir haben Fahrzeugeinstellungen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Hier können wir zum Beispiel verschiedene Daten einsehen. Einstellung ansehen, Höhe, Tiefe, Stabilisator, Dämpfkraft, also hier können wir alles einstellen. Sturz, Antrieb, ob er vorn oder hinten, Aerodynamik, Differential und so weiter und so fort. Könnte man hier Getriebe umverändern und alles nochmal separat einstellen. Die Einstellungen ändern und Maß auswählen können Sie einstellen. Naja, das weiß ich schon. Das ist bei GT Sport hier auch so gewesen. Zack, zack, zack. So, wir könnten hier, wir sehen hier Leistungsdaten 76 kW. Newtonmeter 217, Hubraum 1400, also sagen wir mal rund 1,5. Gewicht, okay. 68 zu 32, das ist auch schön. Hier Front- und Heck-Dingsbums da. Naja. Ja, wegen Discord, da habe ich ja eigentlich auch schon mal irgendwann mal was gesagt gehabt, dass ich das mir eigentlich mal wieder machen wollte. Aber, naja, gut, egal. Bin ja mal gespannt, wann das für die Play 7 mal drin sein soll hier. So, was haben wir denn hier? Maßeinheit. Was haben wir denn hier noch? R1. Da passiert nichts, okay. So, wir können hier Komfort. Können wir hier. Hier können wir die Reifen ändern. Okay. Was können wir hier machen? Können wir noch nichts einstellen? Motorsteuerung. Sportcomputer voll anpassbar. Okay. Also hier können wir das Steuergerät anpassen. Finde ich auch eine sehr interessante Sache. Balance, Getriebe. Hier könnten wir auch wieder kurzes Getriebe. Übersetzungsverhältnis könnte man hier ändern, das finde ich auch gut. Könnte man sogar nochmal manuell anpassen, um halt nochmal separat nochmal mehr Reiz rauszuholen. Lachgasüberholung. So wusste ich gar nicht, dass man hier sogar mit Lachgas spielen kann. Finde ich aber schon mal mehr sehr interessant. Wir haben hier Bremswerte noch einmal. Könnten jetzt hier Bremssystem nochmal separat umändern, also sprich Sportbremse draufknallen, Rennbremsen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles noch Ladeluftkühler, ne? Das finde ich schon mal sehr gut. Turbolader könnte man hier ändern. Das finde ich schon mal sehr geil. Lenkwinkel können wir hier nochmal einstellen. Was? Allrad. Lenksystem. Hinterrad. Lenksystem. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Schon mal sehr viele schöne Einstellungen, die wir hier schon mal durchführen können. Was ich noch nicht verstehe, was das hier sein soll. Hier soll man irgendwie R1 drücken können, aber hier passiert nichts. Egal, was ich jetzt hier drücke. Aber naja, gut. Das ist ja jetzt nochmal so eine andere Sache. Ne? Gut, na gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Gut. Was haben wir denn hier? Das ist ein Bereich, okay. Ihr Auto wird in der Welt von Gefahren durch Landschaften auf gesamten Globus, okay. Hier können Sie Ihr Auto auf der Fahrt durch unglaubliche Landschaften beobachten. Na dann geil. Das finde ich ja auch wieder so eine sehr interessante Sache. Das gab es ja schon in GT Sport. Finde ich wirklich cool, dass man sich hier sein Auto angucken kann, dass man generell auch beim Autokauf halt hier. Also das muss ich schon sagen, das ist auch wieder. Ne? Mit Zeitlupen, mit Zeitraffer hier. Wo? Naja,
Für die Leute, die es nicht wissen, in ein paar Stunden gehe ich auf Roadtrip. Also ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen. Siehst du, ich muss noch die Speicherkarte reinmachen auf jeden Fall. Siehst du, ich muss auch nochmal auf die Speicherkarte drauf gucken, ob da noch genug Platz vorhanden ist. Ich werde dich auf Roadtrip gehen, ein bisschen halt mit dem Auto, mal ein bisschen so obligatantisch halt mal auf Reisen gehen, nenne ich es jetzt mal so. Die Kamera werde ich mitnehmen und wenn ich dann da irgendwo was sehe, was oder wie oder wo oder halt, ne? Kamera mitnehmen und zapp, zapp und dann wird hier freiweg hier Filmchen gemacht und Videos gemacht und Bilder gemacht etc. Vom Auto, mit dem Auto, über die Landschaft, wo ich hingehe. Ein paar Lost Places werde ich noch besuchen dann. Ein paar Lost Places werde ich dann auf jeden Fall noch besuchen und so weiter und so fort. Ja, das ist auf jeden Fall Fakt. Das, hoppala, das möchte ich auf jeden Fall machen, weil, ja, ich darauf Lust habe, ich darauf Spaß habe und bin ich mal gespannt, ob der ein oder andere sich vielleicht diesbezüglich dafür auch interessieren sollte. Ja. So, hier kann man schon mal 3 GB von meiner Platte runter machen. Das ist schon mal sehr gut. Natürlich von meinem eigenen Auto, ne? So. Den Rest lasse ich troffen, aus beweistechnischen Gründen. Genau. Da muss ich schon noch die Speicherkarte reinmachen und den zweiten Akku noch laden. Genau. Gut, egal. Wir haben hier Geschenke. Haben wir schon irgendwelche Geschenke? Wir haben noch keine Geschenke. Okay, gut. Autosammlung haben wir jetzt leider nur das eine Auto. Da können wir uns später dann mal alle Fahrzeuge angucken. Ne? Hier bekommen wir halt nochmal die ganze Erklärung halt mit dazu. Okay, 424 Fahrzeuge auf jeden Fall. Laut diesem Dings da, Bums da. Und okay, dann gehen wir jetzt mal ins Café. Was wir jetzt in den Café machen können, das würde mich jetzt gerne mal interessieren. Aktualisierungsdetails 1.6. Bekannte Probleme, okay. Also die Community oder dieser Support ist auch dahinter, um da halt die Server immer auf dem besten Stand zu halten. Kaffee ist jetzt offen. Okay, dann gehen wir mal ins Kaffee. Ich glaube, da können wir irgendwelche Sachen machen oder so. Bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ein Kaffee im Wald umgeben. Das ist ja geil. Vögelchen Gezwitscherer. Diese besondere Art an den Menschen, die Autos lieben und sogar Fahrzeugdesigner treffen. Okay. Es wird auch spezielle Menüs für Leute wie Sie geben, diese Welt erkunden. Das finde ich ja geil. Sitzt im Kaffee drin und kannst erstmal schön ein Auto betrachten. Das finde ich ja geil. Das sind ja wieder so Sachen, die finde ich ja wieder mega Bombe. Ne? Oh, Sie sind also der S-Garage. Sie bringen Ihr neues Abenteuer gerade recht erst recht. Ich bin Luca, der Besitzer dieses Cafés. Wir servieren hier nicht nur Essen und Trinken, sondern auch spezielle Menübücher zur Erkundung dieser Welt. Ne, das ist sehr geil. Menübücher enthalten Tipps und Ziele, mit denen man das Autosammeln und Rennen genießen kann. Sobald Sie ein Menübuch abschließen, halte ich sofort das nächste für Sie bereit. Ne, das ist geil. Bin ich mal gespannt, was da alles drin ist und was wir da alles entdecken werden. Bringen wir mit der Auswahl Ihrer ersten Menübuch. Okay. Menübuch. Aha. Was müssen wir denn da Schönes machen? Quentourismus sammeln, japanischen Kleinwagen. Roulette-Ticket. Mehr erfahren. Was heißt da? Im ersten Menü, das ich vorbereitet habe, geht es um Sammeln japanischer Kleinwagen. Ihr Ziel ist es, 3 im Menü angegebene Fahrzeuge zu schaffen. Okay, was hat man da? Ah ja, Toyota, okay, also die ersten 3 Fahrzeuge. Okay. Was? Kaffee muss man, um die ganzen Sachen von der Map freizuschalten, auch Multiplayer. Sorry für meinen Pfeifen im Hintergrund der PlayStation. Ja, sollte das stören oder so, dann einfach mal bitte Bescheid geben. Eins oder zwei besitzen sie möglicherweise schon, aber ihre Arbeit ist erst getan, wenn sie alle 3 eigenen Rennen. Okay. Sie können die Autos als Belohnung für ihre Leistung in bestimmten Weltstreckenrennen erhalten. Das orange Kompass-Symbol bringt sie zu den Rennen in den. Okay. Was soll denn aber dieser Manny-Kicken da oben rechts sein, der da rennt? Kommen Sie ins Café zurück, wenn Sie alle 3 Modelle haben. Ich erwarte Sie. Okay. Gut, also heißt, wir haben jetzt schon das erste Teil. Wir müssen ja die ersten 3 Fahrzeuge sammeln, die es jetzt schon in diesem komischen Dingsbums da gibt, die wir gerade eben auswählen konnten beim Autohändler. Gut. Und dann müssen wir das halt starten im ersten Menü. Schaffen, okay. Also muss ich das ja wahrscheinlich erstmal so machen. Bringt mir ja nichts. Ja, ist mir doch schon klar, weiß ich doch, Mensch, meine Fresse. Okay. Extra mit Musik hier, würde ich mal sagen.
Naja, klar, es ist nicht für jedermann was Elektro, sag ich jetzt mal so, aber wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst oder so, dann hast du halt so ein bisschen auch die Grundkenntnisse, da weißt du, ne? Wo ist Masse, was ist Masse, was ist Plus, was ist Zündungsplus und und. Ich sag, also beim eigenen Auto. Ne, man beließt sich ja dann so, man macht ja so ein bisschen was und so weiter, deswegen. Warum sollte ich nicht durchziehen, sag ich jetzt mal so. Was ist denn das für ein schönes Auto? Hoppala. Cool. Fährst du quer, siehst du mehr. So ein geiles Auto auf jeden Fall schon. Boah. Ist auch mal ein geiles Auto, ne? Ey, ich hasse es. Inwiefern bist du wieder da? Moin Moin, grüß dich, Eco Gaming. Hallo? Ach, verdammte Axt doch nochmal, ey. Bin wieder da, ja, ohne BH. Leute haben diskutiert, letzter Post runter da. Zeigt sie ihre Nippel, sieht man ihre Titten. Jetzt zeigt sie ihre Titten, sieht man ihre Nippel. Denkst du, es ist ein Problem, hast du dich tief geschnitten? Ja, 100k. Ja. Hoppala. Ui, Osama. Oh, das war ja cool. Trotz Dreher. Ja, warst lange nicht mehr da, das ist richtig. Freut mich auf jeden Fall, dass du wieder mal mit dabei bist. Ich hoffe, ich habe natürlich auch eine Benachrichtigung erhalten. Denn es ist ja in der letzten Zeit nicht so rausgegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet. Ich hatte auch mal für, ja, einige Zeit, so, was heißt einige Zeit, für einige Stunden den Kanal auf Offline genommen. Also komplett unsichtbar gemacht. Weiß nicht, ob das der eine oder andere mitbekommen hat. Weil es mir einfach auf den Sack geht, dass der Algorithmus und YouTube mir keine Benachrichtigung oder keine Benachrichtigung mehr an euch raussendet. Und das geht mir einfach auf den Sack. Dann habe ich mal erstmal den kompletten Kanal erstmal für einige Stunden über Nacht und dann noch, glaube bis Mittag, also sagen wir mal über 12 Stunden mal lahmgelegt. Sound, Alter, geil. Ist gar nicht so einfach. Gibst du zu viel Gas, kommt dir der Arsch rum. Nein, du drehst dich gerade eben, wie gerade eben. Mir passiert es. Ich war jetzt gerade eben in der Küche, um mir Essen zu holen, aber das Trinken habe ich vergessen. Ich bin also erhält, ey. Junge, Junge, Junge. So. Und das auf jeden Fall wieder geschafft. Sehr schön. Ich hole mir erstmal schnell was zu trinken. Wie geht's dir so, Ego Gaming? Wie war deine Woche? Was hast du so Schönes getrieben? Erzähl mal. Man muss sich ja ein paar bisschen unterhalten hier, ne? Gerade wenn einige Leute lange nicht dabei waren.
Muss man ja so ein bisschen Input sammeln, was ihr so Schönes getrieben habt, was ihr so. Ja, ob es Vermisstenanzeige schon unter euch gegeben hat. Ich probiere mal hier. Was ist denn das hier? Clubmate. Eis. Kraftstoff. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk auf Mate-Tee-Basis. Na, da bin ich mal gespannt. Kennt das einer von euch? Ich schon wieder am Futtern bin, ey. Auf Twitch ist ja wieder schön viel los, manchmal grob behaupten. Ich aufpasse, dass es mir nicht so geht wie mit der Cola vorhin. Zeitrennen, benutzer definiertes Driftrennen. Driftrennen wäre auf der Strecke auch geil. So hätten wir das auch auf jeden Fall gemacht. Aber dann mal gibt es hier nicht noch mehr, was man da machen kann. Ne, sind irgendwie nur das eine gerade eben. Naja, gut, egal. Gehen wir mal weiter. Geschenkauto. Ja, es hat irgendwie so ein bisschen Nachgeschmack, irgendwie so ganz komisch. So, was müssen wir denn hier machen? Rennfahren natürlich, ne? Rundenzahl 2. Hängt der Chat hier schon wieder oder was ist hier los? Leute, wollt ihr euch nicht mit mir unterhalten oder was ist los? Okay, Chat hängt nicht, okay. Egal. Wir machen weiter. Hoppala. Das war schon wieder mal einer geilen Rennsemmel hier. Wo nichts passiert. Wo man vergeblich auf Ladedruck wartet. Was sagt ihr denn zu dem neuen Gran Turismo-Teil? Also die Ladedruckanzeige ist an dem Auto hier das Wichtigste überhaupt. Also wenn es hochkommt, 0,2 Bar, wenn überhaupt. Wenn es reicht. Ach, die Strecke bin ich auch schon mal gefahren. Von Gran Turismo Sport. Da bin ich doch gerne mal in die Leitplanken da gerade eben eingerasselt. Oder in die Leitplanke hier reingehämmert mit so einem zu schnellen Auto. Ich muss immer gucken, wie dann mein Wartungszustand eigentlich von dem Auto ist. Dadurch, dass ich ihn jetzt fast immer begrenzer einledere hier. Ich sag mal, was kommt. Macht mal Platz hier. Lass mich mal überholen jetzt hier. Alter! Piss dich, Junge! Schlecht geschissen oder was? Was ist mit dir? Zieh Leine! Geschafft! Geschafft! Zwei Runden erfolgreich absolviert. Erster Platz gemacht. Gibt wieder ordentlich Geld. Manni, bist du noch da? 7000 tägliches Training. Perfekt. Da freut sich doch der Rubel. Sollen wir das auf jeden Fall auch? Haben wir schon mal das auf jeden Fall fertig? Da können wir gleich wieder in das Café gehen und können gleich das erste schon mal abschließen. Dann machen wir das schon mal auf jeden Fall weg. In der Garage. 13 Zuschauer hier, meine lieben Damen und Herren. Los, saftet was rein hier, los. Zeigt euch mal, macht euch mal mobil hier. Rennfahrer SoTV ist am Start hier. Könnt ihr schon mal darauf einstellen, dass die nächste Zeit dann öfter sowas kommt, ja, ne? So, wir haben das auf jeden Fall alles fertig. Da kann man da rausgehen. Das ist sehr gut. Bei dem letzten Rennen mache ich. Oder mache ich jetzt. Warte mal, mache ich den letzten Rennen? Naja, doch. Warte mal. Wollen wir mal kurz reingehen hier in die ganzen Sachen. So, Weltstrecken sind jetzt offen. Okay.
Was ist jetzt noch offen? Präsentationsraum ist jetzt offen. Was gibt es denn hier noch alles? Drehen Sie Ihre Karte. Entdecken Sie Wiederholungen und Fotos von Fahrern aus der ganzen Welt, okay? Da gehen wir erstmal hier hin. Gut, ich denke mal, wir werden uns sicherlich wahrscheinlich erstmal irgendwie Geld oder sowas erspielen müssen. Oder diese Credits, ne? Um dann halt überhaupt ein anderes Fahrzeug nochmal kaufen zu können. Amerika, Europa, was haben wir denn hier? Weltstrecken. Meisterschaften. Ich würde sagen, fangen wir erstmal in Europa an, wa? Was haben wir denn hier überall? Was ist denn hier los? Okay. Aha, hier, guck mal hier. Da befinde ich mich hier so in diesem Bereich hier so. Ah, warte mal. Stimmt das? Warte mal, muss ich kurz überlegen. Nee. Wende mal. Wie ist das? Das kann auch hier so sein. Warte mal. Egal. Zeige ich euch dann später nochmal, wenn wir mehr frei haben. Karte scheint ziemlich groß zu sein, ne? Italien. Was haben wir denn da? Platz 3 oder höher. Okay, da kriegt man ein Auto geschenkt. So, wir müssen zwei Runden fahren. Straßenrennen. Okay. Na, dann nehmen wir mal dran teil, würde ich sagen, wa? Ich finde es, ich hätte wahrscheinlich irgendwie dann doch nochmal gucken müssen, dass ich vielleicht. Es ist mir ein bisschen zu ruhig irgendwie. Soundtechnisch muss ich mir aber nochmal gucken, dass ich da vielleicht wenigstens ein bisschen Hintergrundmusik fürs Menü oder irgend sowas anmache. Dass wenigstens, ich, wenn ich jetzt hier durchs Menü swipe, wenigstens auch so ein bisschen mal so ein Bim oder Klack oder so macht, dass das nicht komplett ruhig ist, weil wir swipen ja hier durch und es passiert einfach überhaupt gar nichts, ne? Sag ich jetzt mal so. Wie jetzt zum Beispiel wieder, ne? Dass da wenigstens mal irgendwas. Ich habe wahrscheinlich jetzt alles ausgeschalten und ja. Sollen wir hier noch Einstellungen, Fahrhilfen anzeigen? Okay. Können wir jetzt hier oben auch nochmal irgendwie drauf? Ja, hier. Okay. Soundeinstellung. Okay, das wollen wir nicht. Menü. Soundeffekte. Rennen. Hintergrundmusik, Wiederholung, Wiederholung. Okay, dass ich wenigstens ein bisschen was hier habe. Hintergrundmusik, Menü. Das wollen wir nicht. Hintergrundmusik, okay. Aha. Jetzt hören wir wenigstens noch wieder ein bisschen was von dem Spielen hier und so, ne? Gut, so. Können wir starten. Würde ich jetzt mal so grob behaupten. Das für ein zahmer Ladedruck. Passt doch gar kein Ladedruck, theoretischerweise. Was sind das für ein Innenraum, Alter? Kommt denn hier der Turbolader, Alter? Das ist ja mal völlig. Hoppala. Ist gleich erstmal hinten angedockt. Der Innenraum ist ja schon mal mega cool. Echt. Von dem Auto. Also generell so grafiktechnisch und so. Aber der Ladedruck, Junge, da ist ja gar keiner zu Hause. Was ist denn das? 0,1 Bar oder was? Da ist ja gar keiner zu Hause. Was ist denn das für ein kleiner Lader? Da kommt ja überhaupt nichts. Da bin ich ja mit meinem Golf noch schneller. Wahrscheinlich nur für die Stadt gedacht, das Ding. Er zeigt mir sogar an, wie ich schalten soll, bitte. Von 3 in die 2 soll ich schalten. Ah ja, okay. Wenn ich das jetzt mal bei 130, da bin ich ja keine Ahnung wo. Ah ja. Das musst du schon mir überlassen, wie ich schalte, Kollege. Das musst du mir nicht im Display anzeigen. 23.002. Das finde ich auch geil, dass es die Dinger Kilometerzähler haben, ne? Also echt, der Begrenzer, den kannst du ja überhaupt vergessen. So Leute, macht mal ein bisschen Stimmung. Wer ist alles am Start hier so? Wie gefällt es euch so? Das Spiel? Das Auto? Wie auch immer? Wieso greift denn der da mal ein? Also das muss ich auch noch abschalten. Ich möchte nicht, dass der hier reingreift hier. Ich möchte entscheiden, wann wie wo was passiert hier. Nicht hier irgendein Computer. Ich sehe gerade, ich gebe auch nicht mal richtig Vollgas. Controller macht hier wieder eigentlich das, was er will.
Was ich geil finde, ist auch die KMH-Anzeige im Display. Also über dem Lenkrad hier, in der Frontscheibe meine ich. Das ist ja echt nun auch cool gemacht, ne? Alter, wie der vorne eintaucht. Sehr geil. Das muss man so sagen. Schnellste Runde. Okay. Sunday Cup. Austern. Cool. Wir haben Belohnung. Hä? Was ist fehlgeschlagen? Was stand da jetzt? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Kurz nochmal hier. Bonus. Fehlerfrei. Achso, fehlerfreies Rennen. Achso, weil ich hinten den das erste Mal angeknackt bin. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, das ist das Katalysatorknacken. Das ist, wenn er heiß ist und kühlt dann ab. Ah, cool. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein zweites Fahrzeug freigeschalten. Menübuch angegebene Fahrzeug erworben. Wir haben einen Honda Hybrid freigeschalten. Somit haben wir jetzt wieder einen neuen Sammlerwert frei. Cool, das finde ich ja geil. Geht hier der technisch oder bin ich besoffen? Uhu. Also irgendwie. Okay. Na egal. So. Egal. Geschenkauto erhalten. Cool. Kann man machen, ne? Was ist denn jetzt wieder? Achso. Na, das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken hier. Das möchte ich gern verlassen. Und verlassen bitte, danke. Wir haben ja das Rennen ja jetzt schon abgeschlossen gehabt, also müssen wir uns jetzt nicht nochmal separat angucken, geschweige denn überhaupt irgendwie hier, ne? Und so. So. Hier haben wir das jetzt im Besitz. Jetzt können wir das hier gleich als nächstes machen. Ne, das ist, brauchen wir 75, okay. Treffpunkt, was ist denn das hier? Treffen Sie unsere Lieblingsstrecke. Treffpunkt ist Modus, so können Sie sich ganz mit Spielern aus aller Welt fahren zusammen. Es gibt keine festen Regeln. Präsentieren Sie Ihre Lackierung, fahren Sie Rennen gegen ein anderes Autos. Ach so, okay. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich habe ja nur freilich. So, wir haben hier noch was. Was können wir denn hier machen? Muss man das jetzt machen oder was? Oder wie sieht das jetzt aus? Abend, Nachmittag. Fahren wir mal nachmittags. So. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kiste dafür ausgereift ist oder nicht. Für diese Mittelstufe oder so. Aber das werden wir, denke ich mal, ja gleich mal sehen können oder nicht, ne? Demzufolge, ja, bin ich mal gespannt, was passiert jetzt oder was nicht passiert. Was wir machen werden vor allen Dingen und was wir nicht machen werden. Ja. Oh, ich habe eine Nachricht. Okay. La 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 la. Das weiß ich natürlich nicht, ob ich mit meiner Kiste hinkommen werde oder nicht. Das werde ich gleich feststellen. Oh, mein Knopf, der funktioniert immer so 100% hier. Gibt nicht zu 100% Gas hier. Mal gucken hier, was man sieht.